Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Tutorial von Mr. Help. Heute eine kleine Videoantwort zu Lesepo Pro. Der hat gerade eben ein Video gepostet, wo er weiße Anzüge zu schwarz umgefärbt hat. Und da wollte ich noch eine kleine Alternative dazu zeigen, wie man das auch machen kann. Und zwar müsst ihr ja zuerst mal ein Bild finden, wo halt entsprechend so ein kleines Stück drauf ist. Und wählt dann erstmal das aus, was abgedunkelt werden soll. Das habe ich jetzt hier schon gemacht. Und zwar geht ihr dann jetzt hier erstmal, nachdem ihr das ausgewählt habt, auf eine neue Ebene erstellen und übernehmt dann sozusagen damit auch die Auswahl auf die neue Ebene und färbt die jetzt einfach schwarz. So, das macht jetzt natürlich noch nicht viel her, aber wenn wir jetzt einfach hier oben die Deckkraft ein bisschen runtersetzen, auf zum Beispiel 95%, schwupps, ups, Moment, das war zu viel. So, also wenn wir jetzt die Deckkraft runtersetzen auf 95%, sieht es schon relativ gut aus, finde ich. Und ja, dazu kann man halt mit der Deckkraft noch rumspielen, zum Beispiel einen grauen Anzug machen, wenn man will. Hier, ja, habe ich eine Ecke irgendwie schlecht ausgewählt, merke ich gerade. Aber gut, ist nicht so schlimm, also weiß, 50% grau, 100% ganz schwarz, aber das ist so blöd, da sieht man keinen Schatten mehr. Deswegen hier noch zwischendrin dann nochmal 90 oder 95%, wie man will. Ja, und das ist wie gesagt eine ganz kurze Alternative. Ich hoffe, euch hat mein Tutorial gefallen. Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss und viel Spaß mit dem Tutorial.